Okay, hatte jetzt mal um keine solche Spaßdinge, hatte jetzt um wirklich heftige Sachen, die aus dem Geschäft flaschen. Und das ist Wasser. Wasser ist ein komplett cooles Ding. Das sehe alle Sachen ziehen sie zusammen, wenn es kalt ist. Und Wasser dehnt sie aus. Also das ist komplett konträr. Es verhält sich komplett konträr zu anderen Sachen. Wir bestehen so einen vollen riesigen Teil aus Wasser. Und im Endeffekt kennt man sich über Wasser, glaube ich, noch gar nicht so gut aus. Vielleicht schon, aber es wird im Mainstream einfach. Da sagt man, was? Wasser? Ja, genau, Wasser. Es geht halt um eine Tesla-Turbine. Und dann auch weiter über die Schauberger-Sachen. Genau, das war. Also, eine Tesla-Turbine ist eigentlich ganz leicht aufgebaut. Das ist nicht so schwierig. Was er zur besten Tesla-Turbine macht, ist wirklich cool. Ich probiere das mal aufzeichnen. Also, wir haben da ein Lager, ein Kugellager in unserem Fall. Was ich noch besser machen kann. Dann haben wir da einen Flansch. Was sieht man das gescheit? Ich hoffe, das sieht man gescheit. Ich zeig's dann nochmal gescheit ein wenig. Und dieser Flansch hat eine Bohrung, durchgehende Bohrung. Und da haben wir auch Bohrungen. Das ist nur mal die Seitenansicht. Dann haben wir da lauter Scheiben. Dünne Scheiben, die auch in der Mitte ein Loch haben. Genau. Und hier auch. Damit wir dort dann eine Schraube und ein Gewindstangerl durchfahren können. Zip. Zip. Schraube, sehr gut. Und da haben wir eine Beilagscheibe als Abstandhalter und dann wieder eine Scheibe. Eine Scheibe mit einem Loch in der Mitte. Genau, dann wieder eine Beilagscheibe. Ah, auch ein Loch in der Mitte, sehr gut, sehr gut. Yes, und das geht jetzt immer so weiter. Jawohl, jetzt werde ich das nur ein bisschen anmalen, anmalen, dass das ein bisschen verständlich ist. Die Scheiben mache ich orange. Oha, vor allem der Windschuh sind sie auch kusch. Ein bisschen beschweren. Okay. Also es schaut so aus. Von da herum kommt das Wasser einer. Da durch einer. Und es kann nur da in der Mitte raus. Jetzt kommt es aber da schon mit einem gewissen Druck einer.
kommt einer, das ganze Ding ist rund natürlich und es macht dann so eine Bewegung. Jetzt kommt einer und macht die Bewegung. Das heißt, das Wasser möchte niemals gerade drin. Und da drinnen entsteht dann ein Sog quasi. Und durch diesen Sog wird dann der Rotor also nicht gedrückt, also es wird nicht angedacht beim Rotor, der Rotor wird gezogen. Das ist ganz interessant, das erläutert der Schauberger ganz gut, dass man einfach die ganzen Bewegungen, die was wir machen in Maschinen und so, dass das alles auf Druck aufgebaut ist. Und das Druck, ich glaube, man braucht beides, Sog und Druck. Und wir setzen nur auf Druck. Das ist nichts. Na gut. Wie habe ich das jetzt gebaut? Vorne der Flansch und das Lager schaut so aus. Das ist ein bisschen aggressiv. Das ist das nächste, was ich bauen werde. Genau, das ist der vordere Teil. Dann Scheiben, die was in der Mitte ein Loch haben. Scheiben, die in der Mitte ein Loch haben. Genau, da braucht man nicht viel tun, da braucht man einfach irgendwo 1000 alte CDs suchen. Da habe ich dann da noch je 4 Löcher reingebohrt. Bum, 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 bum. Da gingen dann die Schrauben durch. Und ich will jetzt da nur eine Beilage schreiben. Das ist dann so drinnen. Genau. Und dann habe ich mit den Flanches links und rechts hinten genauso. Habe ich das Ding dann zusammengeflanscht. Nur ein Gehäusebart dazu. Also das hat jetzt zwei Ausgänge eigentlich. Das geht so einer. Geht so. Und geht aber auch einer und geht so. Hinten aus. Man kann es mit einem anbauen. Das ist, glaube ich, das ist nicht so tragisch. Ich glaube, da kann man umeinander düfteln, nur wie man möchte. Aber es gibt viele Tesla-Turbinen, die so aufgebaut sind. Genau. Dann schauen wir uns das an, wie das ausschaut. So schaut das aus. Genau. Das ist cool, dass ihr jetzt schon genau wisst, wie das aufgebaut ist. Da kann ich durchschauen, genau. Ich schaue jetzt durch die ganzen CDs durch. Das lässt sich da frei dran. Da oben ist der Einlass. Genau. Das ist jetzt so gebaut, dass ich das einfach an einer Wasserpumpe anstecke. Tschack. Und einfach nur mal das Prinzip teste, wie gut das funktioniert. Und wie sich das Wasser verhält. In so einer Art Turbine, wo das Wasser eigentlich den Rotor nicht durch Druck bewegt, sondern durch einen Sog. Genau. Im Großen und Ganzen war das nicht so arg schwierig zum Bauen. Ich glaube vielleicht, wenn man es besser bauen will, dann braucht man natürlich bessere Materialien, dann kannst du nicht mit CDs anfangen. Aber das ist nur mehr ein Modell einfach. Ich glaube, ja, von der Komplikation her, oder wie man es bauen kann, ist, glaube ich, eine normale Turbine fast schwieriger zum Bauen. Ich komme mir vor, ja, ist, glaube ich, fast schwieriger zum Bauen. Also das hat mir eigentlich sehr gedacht, ja. Passt dann. Schauen wir uns das an, wie das in Betrieb aussieht. Okay, so schaut das jetzt aus. Da haben wir ein Fass voll mit Wasser. Ja, ganz voll, da haben wir die Pumpe. Da muss ich jetzt nur. Also jetzt ist es nur trocken. Jetzt muss ich nur das Pumpgehäuse mit Wasser anfüllen. Dass es sich nicht so hart tut beim Wegpumpen. Dann steckt man das an und schalten das ein. Das geht da oben einer. Und links und rechts sind die Ausgänge. Genau.
schauen wir mal, wie schnell sich das dreht und wie sich das Wasser verhält. Wie das verwirbelt wird, das ist ganz interessant. Das ist schon gescheit faszinierend, finde ich. Nicht zu fertig. Oha, Wasser ist so spannend, dass das so einen Dichter formen kann, einfach durch die Verwirbelung, das ist komplett heftig. Das flasht mich schon gescheit. Und das hat auch. Also es ist ein bisschen ein Torque, naja. Naja, es ist ein Modell einfach, ist ein Modell. So einen massiven Torque hat es jetzt nicht. Das ist da nicht dahinter. Das ist jetzt verkehrt da. Oh, ich möchte nicht los werden. Jawohl. Genau, und da beim Laufstutzen, da habe ich ein Leck, da rennt es aus. Das ist nicht ganz dicht, wenn es dichter war, dann ging es sicher noch besser. Ich glaube, wir werden schon weniger im Wasser. Ja, das Bastel ist fast aus. Ich muss ausschalten. Jawohl, passt, das war's. Ich hoffe, ich kann euch ein wenig für solche Sachen begeistern. Die wichtigen Namen zu dem ganzen Projekt, also hey, Nikola Tesla, ich meine, Nikola Tesla ist ja in tausend Hinsichten komplett spannend. Ja, wie der Schauberger, das waren einfach komplett coole Typen. Ja, heftig ist auch, so wie bei Schauberger, dass das eigentlich im Mainstream so gut wie nichts, dass da so gut wie nichts aufkommt über den. Obwohl das ein Österreicher eigentlich bis nah ist, da müsste dann. Wieso forscht man da nicht weiter in die Richtung? Also da, ja, wird nicht weiter geforscht. Deswegen muss ich da weiter forschen. Mit einfach mit Sachen, die was aus Müllbad sind, weil kein Budget da ist. Aber es war cool, wenn ich irgendwen von euch auch begeistern kann, dass er sich mit sowas beschäftigt und vielleicht sowas zusammenbastelt oder so, oder keine Ahnung, oder einfach drüber nachdenkt, oder dann glaube ich, können wir irgendwann ziemlich coole Teile bauen. Jawohl. Das, wie es jetzt weitergeht, ist, dass ich jetzt
mit dem Prinzip, mit dem Sogprinzip einen Antrieb bauen möchte. Das geht schon von der Tessa-Turbine mehr in Richtung Repulsine träumen und nicht sagen, weil das halt nur ein bisschen das Prinzip vom Schauberger ist. Aber der hat sich auskennt mit den Materialien, die was verwendet werden müssen. Der hat sich auskennt mit den ganzen, keine Ahnung, mit den ganzen Winkeln, die was da eingebaut sind. Das, was ich, also die, da kenne ich mich überhaupt noch gar nicht aus. Aber ein bisschen das Grundprinzip habe ich, glaube ich, verstanden. Und ja, das nächste ist, ich werde einen Bootsantrieb damit probieren zum Bauen. Einen. Dann werde ich damit herumgesogen. Interessant, ja, das ist jetzt der Plan einmal für das nächste. Ich habe jetzt nur ein paar Projekte am Start. Jetzt kann ich mich noch nicht voll in die Materie reinhauen, aber die anderen Projekte, die. Da schaut schon ein aus. Und dann werde ich die sagen, das vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob ich es vor dem Winter noch schaffe. Aber ich werde auf alle Fälle reinhauen, oder? Und schauen, dass da noch die ersten Tests kommen. Okay, cool, hey, danke fürs Anschauen und ich hoffe, ihr habt euch da ein wenig begeistern können. In Sachen, die was man nicht in der Schule lernt. Schade. super interessant und ich glaube, ist die Zukunft. Einfach solche Sachen. So eine Zukunft. Sie reden uns ein, dass man, wenn man irgendwas Neues entdecken will, dass man studiert haben muss und in eine Uni gehen muss und keine Ahnung was. Aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, es gibt nur mehr viele Sachen, die was irgendwie in irgendeiner Garage erfunden werden können. Und die besten Sachen sind so erfunden worden, glaube ich. Wenn einfach noch kein Geld im Spiel ist. Ja, danke fürs Zuschauen und macht es gut.